Mmh. Sieht gar nicht mal so gut aus. Mich verzagen. Olli Frank. So, gut. Haben wir den hier schon. Aber das wird doch gar nicht durch. Also du. Naja. Was ist los? Meinst du, macht das zum ersten Mal oder was? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde von Dennis Grillt. Wir kommen zur Königsdisziplin. Fleisch. Dennis, ich glaube, jetzt musst du alles geben, oder? Ja, jetzt wird es richtig spannend und interessant, weil ich meine, der Grillweltmeister ist ja auch noch Fleischsommelier. Das heißt, wer kennt sich besser aus mit dem Fleisch als er? Also. Du darfst jetzt natürlich auch nicht nachlassen. Jetzt muss ich beweisen, dass ich es drauf habe. Fleisch, aber habe ich schon mal gemacht. Ich denke, es klappt. Nach wie vor, 19:09 Minuten. Viel Spaß. Versuchst mich jedes Mal fertig zu machen, ne? Wir grillen hier Fleisch und du gehst wieder auch als erstes ans Gemüse. Ich habe jetzt was ganz anderes von dir erwartet. Ja, ich bin halt vielschichtig, weißt du? Schade, dass wir keine Team-Challenge daraus machen können. Dann könnte ich dir das einfach alles schneiden und du grillst einen weg. Das könnte man dann machen, ja, genau. Nicht verzagen, Olli Frank. So, gut. Haben wir den hier schon. Aber das wird doch gar nicht durch. Also, du. Naja. Was ist los? Meinst du, ich mach das zum ersten Mal oder was? Naja, du könntest ja schlecht grillen, was soll, wenn du jetzt hier heute zum ersten Mal mit mir grillen würdest. Ja, ne? Aber. Aha. Du schneidest klein, du machst Koteletts. Ich versuche jetzt mal so eine Schnecke vom Rinderfilet zu machen, gefüllt mit ein bisschen Gedönse. Damit ich nicht so viel auf dem Teller habe, sondern dass ich das jetzt. Ich hoffe, das klappt noch. Wow. Olli, ich bin natürlich jetzt gespannt. Ich gehe jetzt mal rüber und schaue, was gibt es bei dir? Ja, ich mache hier das Kalbskarree als Kotelett. Ja. Dazu gibt es Pak Choi und ein bisschen gegrillte Paprika, aber nur ganz leicht angegrillt. Die soll also noch total knackig sein. Und die Champignons als Unterlage sozusagen. Wow. So, was sagst du denn? Fleisch, darf man das vorher würzen oder nicht? Also ich habe tatsächlich immer gelernt, so ein bisschen damals schon, was du am Anfang nicht würzt, kriegst du am Ende nicht mehr dran. Ja, genau. Wenn du ordentlich so war das bei uns immer, wenn du die Kartoffeln nicht in Salzwasser kochst, dann kriegst du da nie den Salzgeschmack dran, als wie wenn du es machen würdest. So, wie sieht es bei dir aus? Bist du zufrieden bis jetzt? Ja, ich stehe jetzt hier irgendwie so ein bisschen doof vor dem Grill in der Hoffnung, dass das gar wird. Ich mache jetzt gerade Pesto. Und wenn eins gibt, wo die Jungs bei ausflippen, dann ist das bei Pesto, ja. Mmh. Sieht gar nicht mal so gut aus. Es riecht einfach immer extrem geil. Ne? Das muss ich dir ja lassen. Ne? Dankeschön. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Ja, also es gibt ja wenig Dinge vom Grill, die nicht schmecken, ne? Ja, das stimmt allerdings. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Nichts geht mehr. Top, top. Toll. Brauchen wir nicht mehr. Nobby. Also. Optisch grandios. Wirklich grandios. Beide Teller wirklich der Hammer. Und jetzt kommt es drauf an, was die Spieler sagen. Ne? Sebastian, ist gut? Top. Pesto ist besser für mich. Ist dein Favorite? Favorite, yes. Because also, this is my favorite. Meat, you know. Die gleiche. Für dich auch das. Ja, ich liebe Pesto. So. Kann das sein, dass viele Spieler Pesto lieben? Ja, viele. Die ganze Mannschaft. Das ist einfach nur so ein persönlicher Geschmack. Also, was mache ich gerne und was würde ich vielleicht eher machen? Und ich würde mit dem Teller gehen.
mit dem wahrscheinlich Kalb. Kalbskotelett, ja? Ja. Und ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum. Dass wir jetzt, also es ist beides super lecker, wenn man es mir hinstellt. Ich würde beides verputzen, auch zweimal. Aber wenn ich sagen würde, was würde ich gern machen, dann würde ich zum Kalbskotelett. Und wen hast du mit diesem Punkt glücklich gemacht? Das weiß ich nicht. Ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, danke schön. Damit hat Dennis mit 2-1 gewonnen. Und insgesamt steht es 1-1. Das vegane Essen muss entscheiden.